Die Polizei von Riihimäki in Finnland griff am 16.12. letzten Jahres einen Mann auf, der 4,51 Promille im Blut hatte. Man wollte es kaum glauben. Die Beamten standen vor einem Rätsel. Wo kam der Mann her? Wo wollte er hin? Und vor allem, warum hatte er so viel getrunken? Nun, ich vermute, der arme Kerl hatte einfach nur einen Brief von Joko Winterscheid erhalten. Ich muss zu einem See. Was? Ich muss zu einem See. Wenn es minus 25 Grad sind, möchte man eigentlich nur zu Hause bleiben. Aber dank Joko Winterscheid musste ich durch die Eiseskälte Finnlands fahren. Ich war auf dem Weg zu einer Hütte, in der ich meinen Auftrag erhalten sollte. Weißt du? Lars. Was sollen wir jetzt machen? Oder? Ich klopfe jetzt einfach. Fängt ja wieder geil an. Joko sent me here. Might be the wrong place. I'm sorry. Didn't want to disturb. Klaas! Istu! Hello. This is the letter from Joko to you. All right. Thank you. The Finnish Stahl. Welcome to Finland. Jetzt müssen wir halt ersaufen hier, oder? Welcome again. Lieber Klaas, wenn du das hier liest, hast du meine finnischen Freunde bereits kennengelernt. Du bestehst ja mal darauf, dass du kein Pauschaltourist bist. Oberflächlichkeit liegt dir fern. Wenn du reist, dann willst du so richtig in das jeweilige Land eintauchen. In Finnland hast du die Möglichkeit dazu. Erscheine morgen früh, 10 Uhr, am Kukkia-See. Dort erfährst du alles weiter. Bleib cool, dein Joko. Wie ging der Abend dann aus? Klaas. Du bist aus der Hütte getorkelt. Was hast du denn mit dem gemacht? Die Treppe runtergefallen. Das ist also überall vereist, ist ja wohl klar. Du wolltest mit dem Quad fahren. Auto, Griffe da, das Technik! Wie soll ich denn da nach Hause kommen? Meinst du, ich bin da gelaufen oder was? Hältst du das für verantwortungsvoll? Ja, nein. Du hast uns ja noch was Nettes hinterhergerufen. Schau, ich Trottel, ne? Und dann warst du weg. Hast du es eigenständig zum Hotel geschafft? Ja. Nein? Na ja. Ach so, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da mal eine kleine Pause eingelegt habe. Aber eure Version, die mir da beim Frühstück berichtet wurde, dass ihr mir da mein Leben gerettet hättet, wäre da ja erfroren und so, ne? Ihr habt echt einen Hang zum Drama, ne? Ich kann nichts dafür, dass in Finnland nicht so mega krasse Sachen passieren. Aber deswegen muss man nicht so einen Quatsch erfinden. Der nächste Tag begann dann mit einer Aspirin. Dann haben wir noch eine Aspirin, noch eine Aspirin. Und der sollte der dunkelste und unangenehmste Tag von allen Sendungen, die ich bislang gedreht habe, werden. Hast du recht. In dem Brief stand ja, wir sollten zu einem See. Boah, ich hab jetzt schon keinen Bock, ne? Deswegen standen wir mitten auf dem See, freie Fläche, minus 20 Grad.
Und es wurde immer schlimmer und immer kälter. Kälte ist echt das Schlimmste, ne? Hitze finde ich nicht so schlimm. Aber Kälte ist nach ein, zwei Stunden, nervt mich das, ne? Irgendwann kamen dann die Leute, mit denen wir uns verabredet hatten. Oh, da hinten, wo kommen sie? Was sind das denn für Typen, ey? Daniel, sind das Perverse? Hallo. Hi, you Klaus? Yes, I am Klaus. Lost, we're divers. I thought you were perverts. No. What's my competition? Why don't I show you? You said diving? I said diving, yeah. Into one hole, out of another. Under the ice? Yes, under the ice. Down in, up over there. How long is the distance I have to? 20 meters. It's probably gonna be tough. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine Information, mit der man erstmal klarkommen muss. How cold is the water under? Oh, the great thing here is, maybe it's minus 14 degrees here, but yeah. The water is about zero. Much warmer. Aber das war auch noch nicht alles. Die absolute Krönung war... You're gonna be dead naked, going down in the water. Nackt? Yep. Naked? Okay, you can have a Speedos. Nice, thank you. So, can we finish the hole? Yeah. Great. Ich hätte mir ja gerne noch angeschaut, wie die da die Löcher da vorbereitet hätten, aber ich muss sagen, mir war es schlichtweg einfach zu kalt. Und dann bin ich in die Hütte am See gelaufen. Ja, da habe ich gleich dann den Nächsten getroffen, die mir ein schlechtes Gefühl machen sollen. Ich bin die Anke, ich bin die Taucherärztin. Ah, und das okay. Ist die Anna. Hi. Hallo Anna. Hi, ich kümmere mich um deine Vorbereitung. Die haben mir erzählt, was alles passieren kann. Die haben mich über die Gefahren aufgeklärt. Immer wenn man im Wasser ist und nicht direkt nach oben kann, kann man natürlich im schlimmsten Fall ertrinken. Du musst darauf vorbereitet sein, was da passiert, wenn du nur in der Badehose in Eiswasser gehst. Dein Körper wird auf diese Kälte reagieren. Es sind Schmerzen, es wird dir der Brustkorb eng werden, dein Pulsschlag wird sich erst beschleunigen, dann wahrscheinlich abfallen, dein Herz könnte aus dem Rhythmus kommen und wenn dieses Eiswasser in deinen Gehörgang kommt, kann das zu einer Innenohrirritation führen und es kann dir extrem schwindelig werden. Natürlich bis zur Ohnmacht, natürlich auch bis zum Ertrinken, aber wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Wenn einem das so eine Ärztin schwarz auf weiß erzählt, was denn wirklich alles passieren kann, dann bekommt die Angst auf einmal ein Gesicht. Ja, dann habe ich mir diese Strecke mal angeschaut. Wurden also zwei Dreiecke ins Eis geschnitten und die natürlich 20 Meter voneinander entfernt. But this is 20 meters, really? Yeah, it's nothing. Von dem einen zum anderen Loch war noch ein Seil gespannt, was dann unterm Eis entlang ging, damit man sich dann unter Wasser ein bisschen orientieren kann und sich vielleicht daran festhalten kann. If you let go of the rope, you don't know where you are. Okay, the rope is my only connection. It's your only safety. Yeah. Don't let go of the rope. Das ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung. Stell dir mal vor, man ist dann unterm Eis und findet dieses Loch nicht mehr. Albtraum. We put on our suits, then we go down and wait for you. Very good. I'll see you shortly. Yeah. Dann haben wir diese Atem- und Luftanhalteübungen gemacht. Augen zu, ganz entspannt atmen, eine Minute. Ich sollte ganz ruhig sein und sollte dann, während ich die Luft anhalte, an was ganz Schönes denken. Ice diving is one of the most frightening and most dangerous dive situations you can get in. Und ganz entspannt sitzen. Ich habe Klaas über die Risiken aufgeklärt, ohne das sehr zu dramatisieren. I hope that he has done some mental training and prepared, because if he doesn't put his mind to this 100%, he's not gonna make it. Das habe ich dann gedacht in dem Moment, wo die Apnoe-Taucherin zu mir gesagt hat, denk mal an was Schönes. Jetzt habe ich Angst. Ich habe echt Angst. Also mental war ich gut drauf. Noch irgendwelche Fragen? Einfach machen. Und dann war der Moment gekommen, wo es freigegeben war.
links nur noch an mir. Unterm Eis waren Kameramänner, ein Sicherheitstaucher und warteten halt nur, dass es losging. Und dann war ich derjenige, der entscheiden musste, jetzt mache ich's. Obwohl jede einzelne Faser beim Körper sagt, geh da nicht rein. Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, meine ganze mentale Stärke. Ich habe mich zentriert mit diesem Gefühl der absoluten Unverwundbarkeit. Habe ich mich dann in das Eiswasser gestürzt. Und dann bin ich wieder raus, aber war mir zu kalt. Luft. Ich habe sofort den zweiten Anlauf unternommen, damit ich gar nicht erst großartig viel Zeit habe, darüber nachzudenken. Mit all meiner Kraft, mit all meinem Siegeswillen zum zweiten Mal in das Wasser. Was war dann? Da bin ich wieder raus. Wieder kalt. Das geht nicht. Sorry. Und stell deine Füße hier auf das Handtuch. Lass mich aufwärmen. Es war einfach viel zu kalt. Das tut mir wirklich leid. Es geht keine einzige Sekunde. Abbruch. Das war wirklich vorbei. Ne? Alles vorbei. Und ich habe in ratlose Gesichter geschaut. Es ist jetzt die größte Peinlichkeit der Erde, aber es geht leider nicht. Da standen 30 Leute, die es eigentlich nicht fassen konnten. Die dachten alle, ich mache da irgendwie Quatsch, ich mache da einen Scherz. Es geht wirklich nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es probiert. Es ist die größte mögliche Schande, die ich über diesen Tag bringen konnte. Aber das war's. Ne? Ich wusste ja auch nicht, wie mir geschieht. Ich war das nicht gewohnt, dass ich eine Aufgabe nach einer Sekunde abbreche. Tut mir auch leid für die Kinder, die da hinten warten. Ne? Aber das ging nicht. Ich hätte es ja gern gemacht, aber es geht nicht. Na gut, fahren wir wieder. Na, fahren wir wieder. Ne? Wir hatten für alle Eventualitäten irgendeinen Plan, außer für die Realität, dass ich eine Sekunde da drin bin und wieder rausspringe. Luft. Dafür gab es keinen Plan. Was hat denn Joko zu der Schande gesagt? Ja, nix. Hast du mir noch nicht gesagt? Ruf ihn an und erzähl's ihm. Hallo, Joko? Klaas, was geht? Was ist los? Ja, ich wollte nur sagen, hier ist ein bisschen was schiefgelaufen. Das hat nicht so gut geklappt mit dem Eistauchen. Was ist schiefgelaufen bei dem? Ich bin da reingesprungen, das war 2 Grad kalt. Dann bin ich da wieder rausgesprungen wie ein Pinguin. Dann habe ich das nochmal probiert. Und dann war ich sogar mit dem Bauch kurz unter Wasser und dann bin ich wieder rausgesprungen. Rein, dann konnten die Taucher wieder auftauchen. Ne? Ich bin wieder reingesprungen, wieder rausgesprungen. Bist du jetzt getaucht oder nicht? Nein, ich bin da, war da kurz drin und dann war mir das zu kalt. Willst du mich verarschen? Meinst du, der ist nicht getaucht? Weißt du, was das gekostet hat? Und du fliegst da oben hin und sprichst. Und? Ja, hat er verständnisvoll. Kann er verstehen. Ich reise hier aus Finnland als geschlagener Mann ab. Ich weiß, wo meine Schwächen liegen und meine Achillessehne ist kaltes Wasser. Ich weiß, dass Joko mir das vorhalten wird und mir damit das Leben zur Hölle macht. Es gibt eine neue Zeitrechnung. Vor und nach Finnland.